Jo, das ist wieder bei Kingdom Hearts, Birth by Sleep. Beim letzten Mal haben wir die Arena des Olymps gemacht und direkt nur zu 100% schon abgeschlossen. Und wollen nun in den tiefen Weltraum gehen. Yep. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Welt ist. Ob es eine eigene ist? Oder wieder irgendwas von Disney? Ich weiß es nicht. Das kommt mir gerade ehrlich gesagt nicht bekannt vor. What's that? Whoa! Unburst. Unburst oder unburst? Try that again. Darf ich jetzt hier gegen ihn kämpfen? Das hätte auch was. So minispielmäßig. Besiege den riesigen Unversehrten. Reiter vom Schlüsselschwert und besiege den Unversehrten. Mit X und Freikraft Sahne schütze dich vor dem Angriff. Ah, okay. Da bin ich doch geschützt. Wo bist du denn jetzt hin? Oh Gott. Ja, ich glaube, diesen Kampf könnte ich nicht schaffen. Nein, 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 nein. Boah, wie viel Schaden ich hier mache. So. Beobachten wir noch ein kleines bisschen. Dreht er sich noch, oder? Nicht? Und weg. Achso, ich kann auch springen mit dem Ding. Stimmt ja. Darf ich ihn anvisieren? Danke. So. Ja, doch, ich glaube, das überlebe ich nicht. So ganz ohne Heilmöglichkeiten. Was? Oh, ich habe Klingellicht erhalten. Vielleicht muss ich ihn gar nicht besiegen, sondern einfach nur lang genug überleben oder genug abziehen. Dann habe ich nochmal Glück gehabt. Das Ding ist riesig. Deep Space. Tiefer Weltraum. Wie gesagt, kenne ich nicht. Apropos Weltraum. Im kommenden... aus Lilo und Stitch ist das. Now don't get any more ideas. These guns are locked into your genetic signature. An intruder? All right, you. Don't get any funny ideas. In Kingdom Hearts 3 darf man ja auch Star Wars verwenden, ne? Das ist quasi alles noch bevor Lilo und Stitch aufeinander getroffen sind. So you're the intruder. Identify yourself. My name is Ventus. The monster I was chasing boarded your ship. Nice try. If there was another intruder aboard, we'd have detected it. Huh? Intruder in the machinery bay. We lost control of the engines. It's some kind of monster.
Now you tell me. Stay right there. I have lots of unpleasant questions to ask you. This is my fault. I have to do something. Then? Terra Aqua. What? You know Terra and Aqua? Friend Circle. Hey, is that a wayfinder? Whoa! The engines are under too much stress. We're risking an explosion. What am I doing? There's no time. No, you need to stay here. It's too dangerous. Interessant zu wissen, dass anscheinend Van und, nicht Van, Terra und Aqua anscheinend schon hier waren. Oder zumindest Stitch schon getroffen haben. Oder Experiment 626, glaube ich. Ich sollte mich mal heilen. Kraftkristall. Und ein Supertrank. Ich will mal stark behaupten, hier hinten ist ein Speicherpunkt. Ne, hier sind Gegner. Die mir gerade nicht so sehr gefallen wollen. Kann ich mich jetzt endlich mal heilen? Danke. Natürlich triffst du mich genau in dem Moment, wo ich das gerade einsetzen möchte. Moment, da unten ist eine Truhe. Übertötet mich noch meine Gier. Ah. Dann warten wir eben einen Moment, bis sich das hier aufgefüllt hat. Danke. Wäre zum Glück nicht nervig. So, wie sieht es mit der Schatzliste aus? Okay. Stickeralbum sagt 2. Okay. So, was ist bei Status neu? Kommandos. Oh! Ah, das ist ein neuer Kommandostil. Okay. Und, nee, da wollte ich nicht drauf. Neue Items. Achso, den Zykluskristall. Oh, erhöht. Oh. Schick, schick. Ich glaube, ich werde, wenn ich hier fertig bin mit der. Wenn ich hier mit der Welt fertig bin. Dann mal wieder ein paar neue Sachen reinschmeißen. Da war wechseln. Und ein paar neue Sachen mal herstellen. Das war interessant. Wobei, da ich eh gerade hauptsächlich Angriffssachen drin habe, schmeißen wir mal das Heldenemblem mal rein. Das erhöht dann zumindest meinen Angriff ein kleines bisschen. Kann ich da durch? Nö. So, damit wir wenigstens wieder voll sind. Wer weiß, was uns noch erwartet. Also wird zumindest kein Rückweg mehr gewährt. Ah, oder ich muss zuerst alle Unversehrten besiegen. Ja, Feuersbrot ist ganz okay. Ah, das kann man mehrmals machen. Okay, gut zu wissen.
Lass mich jetzt mal kurz mal hier weg. Das wollte ich jetzt eigentlich gerade nicht aktivieren, aber... Das macht aber schöne Wölkchen. Oh, ein Mega-Ether. Schick. Auch wenn ich eh keine Items benutze, weil... die nach einmal ja weg sind. So, machen wir es ganz schnell. Da, geh weg. Ja, jetzt habe ich beide angezündet. Kommt der drauf mich gerade zu? Ich räum mich mal weg. Hau mal den Kleinen hier kaputt. Ah, ich kann weiter. Danke. Nehmen wir noch einen Mega-Ether mit. Nehmen wir noch einen Supertrank mit. Und kämpfen gegen mehr. Oh, Angriff ist gestiegen. Na, ich verpasse das immer, was ich da machen muss. Ich sollte da echt mal besser aufpassen. Gegner? Ach, da. Und wieder die Feuersbrunst. Und Zyklon aktiviert. Jawohl. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, wie ich den Zyklon ganz gut aktivieren kann. Und Paraglider Stufe 2. Na, burp. Hui. Dass dem da dabei nicht schlecht wird. Zumindest mache ich guten Schaden. Na verdammt, jetzt bist du ein bisschen groß geworden. Na, wobei, noch geht das ja. Ich kann ja wieder ein bisschen Luft rauslassen. Und runter. Noch einmal, noch einmal und noch einmal. Und noch einmal. Schade, hat sich nicht Zyklon aktiviert. So, und du bist der Letzte? Ja. Das lief ganz gut. Ich bekomme es auch teilweise gar nicht mit, dass ich Level-Ups bekomme. Hey! Mach was nicht kaputt. I don't know how you did it, but you won't get away again. You haven't fooled me. You can bat your eyes all you want at the Grand Councilwoman so she'll reconsider your sentence. But I see you for what you really are. An abomination that's only instinct is to destroy everything it touches. Nee, das schöne Ding. Macht das einfach kaputt. Ich hätte nämlich woanders hinschießen können. Okay, da hinten habe ich alles, dann... Kann ich da überhaupt weiter? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. So. Noch voll geheilt und... Weiter wohin auch immer. Ich könnte ja an sich mal kurz gucken. Ich habe doch keine Level... Doch, ich habe ein paar Level-Ups wieder, ne? Ja, Feuerer ist zum Beispiel fertig. Kann ich den Feuerschlag reinnehmen? Glücksklinge ist auffällig, kann ich einen Verwirrschlag reinnehmen. Ja. Und Vitra ist auch schon wieder fertig. Kann ich so rein zufällig Vigra machen aus meinen beiden Vitas? Vitras. Das Vitra. Und. Ist mir schon zu weit gegangen. Und das Vitra. Und da packen wir. Haben wir gerade neue bekommen? Fügt allerlei Fähigkeiten, ist okay. Damit kann ich Erfahrung erhöhen. Das klingt eigentlich ganz gut. Vigra mit Glückspilz. So, wo haben wir denn das Vigra da?
Regeneriert sehr viele LP. Das ist gut. So, ein Glückspilz. Die Wahrscheinlichkeit, dass Kugelschätze fallen lassen, mehrfaches Anlegen steigert. Das zusätzlich. Ja, das ist gut. Und wahrscheinlich kann ich ihm berichten. Achso, die Unversehrten. Wir haben wieder neue Unversehrte. Den Scharfschützen und den Blitzfitz. Okay. Na gut, dann, da ist ein Speicherpunkt. Gehe ich zuerst hier rein. Ist hier eventuell die Karte? Ja. Umgebungskarte. Sehr gut. Was kann ich denn bei dir noch alles einkaufen? Blitzreis neu, Wiegreis neu. Ich könnte mir mal so ein paar Vitas kaufen. Ein paar. Nicht zu... Moment. Ach so, ich wollte gerade sagen. Das habe ich gerade... Medica? Oh, Hebzustandswert. Ich hatte schon mal Medica? Das kann mich jetzt nicht dran erinnern, aber gut. Ah, Luft... K.O.-Blocken. Das hatte ich noch nicht. Das kaufe ich mal. Ist das dann beim Fokusblocken statt... Oder kann ich das noch zusätzlich anlegen? Nee, ich muss wahrscheinlich statt Fokusblocken das reinnehmen. Ja. So, was ist jetzt der Unterschied? Achso. Na gut, ich block für gewöhnlich eh nicht viel, von daher... Ist jetzt Jacke wie Beinkleid. Ich könnte ja mal bei den Abschlusskommandos mal gucken. Ah, okay, das eine hier fühlt sich schon ganz gut auf. Nicht mehr viel. Das andere ist eigentlich auch ganz gut gefüllt. Dann lassen wir es einfach mal weiter. Ich wollte hier mal wieder was anderes reinnehmen. Und zwar die Feuersalve. So, wollen wir nochmal den Speicherpunkt? Ich möchte mal kurz speichern und dann gehen wir weiter. Bevor ich wieder fast sterbe, so wie bei dem einen Unversehrten da im Weltall gerade. Also nicht gerade, aber vor... Wann war das? Letzte Folge? Ja doch, letzte Folge. Oder vorletzte? Oder diese Folge? War das nicht sogar in dieser Folge noch? Ja doch, das war in dieser Folge am Anfang, stimmt. Also gerade eben. Passt doch ganz gut. So. Truhen sind auch immer noch alle in Reihenfolge. Jo, passt. Und ich habe gerade gelernt, dass man mit Start auch einfach direkt wieder ins Menü gehen kann, anstatt immer Kreis zu machen. So, was haben wir denn hier? Was seid ihr denn für Gegner? Was auch immer das Ding war, ich hab's kaputt gemacht. Okay. Da hinten habe ich auf jeden Fall nochmal so ein Teil. Kann ich auch mal kaputt machen. Nee, natürlich triffst du mich gerade, als ich Wind machen möchte. Also eigentlich will ich das Ding gar nicht mehr angreifen, aber irgendwie sieht das einfach gerade dauerhaft an. Ja, gehen wir runter. Ich wollte eh gerade nach unten gehen. Für diese Truhe. Verwirrschlagstufe 2. Willst du runterkommen? Oder soll ich hochkommen? Oh, hi. Jetzt habe ich wenigstens mal gesehen, wie der auch richtig kleiner geworden ist. Weg mit dir. Und Zyklon? Naja, absolut total. Ah ne, Zyklon muss ich aus einem anderen direkt rausmachen. So war das. Also auf dich wollte ich gerade eigentlich nicht gehen, aber... Ja, gut. Was auch immer der gerade mit mir machen wollte. Und Luftgrätscher Stufe 2. Yeah!
Ich mach mal den Feuerschlag und Feuer Luftstarkate nochmal an. Ich würde gerne wieder mal als Zyklon aktivieren. Oh, Luftdoppelstufe 2? Oh, cool. So, bam und. Ja, doch ein bisschen. Oh, Level up. Das hat schon fast getroffen. Viel zu viele fliegende Gegner. Okay, das waren anscheinend alle Gegner. Was haben wir denn hier? Oh, ich habe anscheinend gerade die Schwerelosigkeit gemacht. Ja, dann einfach ab nach oben, ne? Hui! Hui! Witzra. Ja, ja, komm. Ich guck mich jetzt erstmal ein bisschen hier um. Ich kann fliegen. Ich gehe jetzt einfach mal mit ganz nach oben. Ah, da sehen wir mal an, was wir da haben. Ja, fast erwischt. Oder ist sogar die nächste Tür. Au. Hm. Ja, doch, das Gleiten ist sehr praktisch. Ah, da ist noch eine Truhe. Das heißt, nochmal runter. Oder nicht? Ah doch, es geht langsam alles runter gerade. Pulsbombe. Okay. Dass die auch noch so viel aushalten, obwohl ich jetzt eigentlich schon ziemlich stark geworden bin. Das sind eine der ersten Gegner. Ja doch, aber die Attacke ist wirklich ein bisschen stärker geworden, glaube ich. So. Dann wieder das. Und... war jetzt die Tür? Ich sehe gerade. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Das war's von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.